Du hast ein Buch hier liegen und ich durfte zumindest mal so ein bisschen über die Schulter schauen. Da protokollierst du alles, was gewesen ist, so im Training. Genau, also mein Buch ist immer mein Heiligtum quasi, meine Bibel. Da sind natürlich erstmal in erster Linie wird da viel, ist hier viel über meine Trainingsplanung drin, über meine Spielplanung. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich als Trainer auch Notizen macht dazu, erstmal was man im Training machen möchte. Ich finde, dass die Organisation vom Training sehr, sehr wichtig ist, dass ein Training gut durchorganisiert ist. Die Spieler merken das sofort, ob du dich vorbereitet hast aufs Training oder ob du dich nicht vorbereitet hast aufs Training. Und eine gute Organisation hilft mit Sicherheit auch, um eine gute Qualität im Training zu bekommen. So, von daher ist das ein wichtiger Teil von meinem Arbeiten, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich brauche manchmal, um Trainings vorzubereiten, gut vorzubereiten, nehme ich mir auch 1 Stunde, 1,5 Stunden, manchmal 2 Stunden am Tag Zeit, um meine Wechsel zu organisieren im Training, um meine Übungsform zu organisieren. Entwickle quasi auch mein Training, indem ich mir vorm Training die Ziele setze quasi. Wo möchte ich hin? Was möchte ich trainieren? Was möchte ich machen? Und arbeite mir daraufhin mein Warm-up, meine Ballkontrollübung und dann im Endeffekt auch meine Hauptübung, meine 6 und 6 Übung. Dann viele, viele Gedanken, die da drin stehen. Also es ist wirklich ganz klassisch so, dass ich manchmal nachts aufwache, dann Ideen habe, die mir so im Kopf kommen und mein Buch meistens nicht weit weg von meinem Bett ist und ich dann schnell mal 2, 3 Notizen da reinschreibe, damit ich die am nächsten Morgen nicht vergesse. Ich darf es meiner Frau eigentlich gar nicht sagen, aber selbst im Urlaub habe ich immer in der Tasche mein Buch irgendwo mit dabei, dass falls da mal irgendwo mal eine Idee kommt, wir können ja eigentlich nie so richtig abschalten von der ganzen Geschichte, dass dann nochmal, dass ich das sehr schnell mal notieren kann und dass man dann da auch im Nachhinein immer nochmal darauf zurückgreifen kann, dass da auch keine Kleinigkeit verloren geht zwischendrin. Ich glaube, ich habe mittlerweile schon 8 oder 9 von den Dingern vollgeschrieben und es ist auch ganz interessant, mal ab und zu auch in den älteren Büchern nochmal zu gucken. Und man erinnert sich auch an Sachen, die gut funktioniert haben, manchmal auch an Übungsformen, die man da gemacht hat, die gut funktioniert haben. Und von daher finde ich das ganz wichtig, dass man das so auch ein bisschen für sich selber auch zu protokollieren und sich dann auch nochmal zu reflektieren daraus.